Es ist mal wieder Zeit für einen weiteren Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney September Haul. Ja, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade in Walt Disney World unterwegs und genieße ist die Zeit wahrscheinlich da. Das Video drehe ich jetzt natürlich davor. Und in diesem Video möchte ich euch natürlich zeigen, was ich bis dato alles gekauft habe im September. Denn zu Walt Disney World gibt es ja wahrscheinlich einen separaten Haul, weil hier und da werde ich bestimmt was kaufen. Man munkelt, man weiß es nicht. ja, ich bin sehr gespannt, wie viel es wird, ob es eskalieren wird. Ich hoffe ja tatsächlich nicht drauf, weil, ja, wäre nicht so gut für meinen Geldbeutel. Und ja, ihr wisst ja jetzt kann ich auch offen drüber reden. Ich werde ja in die Schweiz gehen ab Dezember und Umzug und so wird auf jeden Fall auch noch richtig ins Geld gehen. Und ich muss auch eh dann aussortieren, bevor ich umziehe. Ja, das soll aber jetzt hier nicht das Thema sein. Es geht um den Haul. Wir haben alles Mögliche dabei. Wir haben wieder Primark. Wir haben Disneyland Paris ein bisschen. EMP, Shop Disney, also ein wilder Mix. Und ich würde sagen, wir starten mit Primark. Ja, starten wir mit dem Teil, was ich direkt jetzt hier in der Hand habe. Und zwar ist das ein Teppich. Ich möchte ihn jetzt nicht auspacken, denn ich möchte ihn jetzt hier auch nicht auslegen. Ich möchte ihn einfach so lassen für meinen Umzug und fürs dann eventuell neue Zuhause. Der hat 22 Euro gekostet und ist in Mickey Shape. Wenn ich ein Bild finde online, poste ich es euch gerne auch hier rein. Ich glaube, die Lotte hat auch ein Bild mit dem Teppich auf Instagram hochgeladen, mit ihren Baby-Neuigkeiten. Ich guck mal, ob ich ihr Bild benutzen darf und dann zeige ich euch den Teppich, weil, wie gesagt, ich möchte ihn jetzt nicht auspacken, oder? Ah, dann muss ich ihn wieder einrollen, aber das ist vielleicht machbar. Komm, wir machen das. Ich mache das doch gern für euch. Aber jetzt muss man es erstmal natürlich aufbekommen. Ach ja, stehen hier auch die Maße drauf? Keine Ahnung, ne. So. Oh. Sieht man das? Da. Das ist er. Der Teppich, der Mickey-Teppich. So, jetzt kriege ich das jemals wieder reingerollt. Ich bin ja in sowas super schlecht. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich den dann wahrscheinlich erst in der neuen Wohnung benutzen. Haben wir den Salat. Das eine habe ich jetzt zubekommen, das andere nicht. Egal. Lassen wir das jetzt so. Ah, den irgendwo hier hinschmeißen. Er fusselt ein bisschen. Ja, mit Primark noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, sind doch ein paar Sachen geworden. Die muss ich jetzt aber gerade mal alle hochheben. Brina war fleißig. Den Teppich hat mir über Daria aus Köln mitgebracht. Aber gib mir mal eine Sekunde. So, alles aus der Tüte geräumt. Ja, dann gab es noch hier so Aufbewahrungskisten, die ich jetzt auch wieder erstmal noch zusammenbauen muss. Und zwar einmal in groß mit Mickey, kosten 5 Euro, große Kiste. Kann man immer ganz gut benutzen für Vorratsräume oder sowas. Und dann gab es dasselbe nochmal in klein für 3 Euro. Wie gesagt, irgendwie Batterien oder Taschentücher oder ich weiß auch nicht. Ne? Aber die kann man auch so gut zusammenklappen, wenn man sie nicht benutzt. Sehr, sehr praktisch. Auch fürs Kinderzimmer kann ich mir die, also nicht, dass ich jetzt ein Kinderzimmer hätte oder bräuchte, aber kann man bestimmt auch gut im Kinderzimmer einsetzen. So, dann habe ich neue Hausschuhe gebraucht. Ich hatte lange her, dass ich das letzte Mal Hausschuhe bei Primark gekauft habe. Aber meine Baby-Yoda-Hausschuhe hatten schon Löcher und konnte ich nicht mehr tragen. Deswegen sind es die hier geworden. Für 8 Euro, auch schön flauschig, jetzt für den Winter. Dann gab es Vakuumbeutel, 2 Stück, für 6 Euro. Für, muss man aber mit dem Staubsauger benutzen. Natürlich ganz klassisch mit Mickey Mouse Shape, gab es auch in Mini. Ich habe mich aber für Mickey entschieden. Dann gab es nochmal so Schuhe, Kostenpunkt waren 10 Euro. Und die kann man, also, glaube ich, auch draußen ganz gut anziehen. Die haben so eine schöne, weiche Sohle und eventuell werde ich diese jetzt sogar auch schon nach Walt Disney World mitnehmen.
Also die haben halt unten trotzdem Gummisohle, sind sehr bequem und ja. Ich glaube, die kommen tatsächlich mit. Dann gab es noch ein bisschen was zum Anziehen und zwar einen Joggingsanzug. Die Hose hat 11 gekostet mit Dumbo drauf. Irgendwie fand ich die Farbe richtig schön. Und ja, fürs Homeoffice hat es mir ganz gut gefallen. Und dann den passenden Pullover für 13, auch mit Dumbo. Brina meinte, ich sehe so ein bisschen dann aus wie Cindy aus Marzahn, aber die trägt ja eher pink. Und ich muss sagen, ich finde ihn ganz schön. Ich muss ihn tatsächlich nochmal anprobieren, aber im Try-On habt ihr es ja gesehen. Und dann gab es noch zu guter Letzt so ein Poncho, Hoodie, was auch immer von Mickey und zwar für 21 Euro. Ist relativ lang und auch wenn ich hier zu Hause arbeite oder es jetzt ja kalt wird und man jetzt nicht so die Heizung anmachen soll und darf und man ja einsparen muss, da dachte ich, hole ich mir hier so ein dickes Ding. Wenn mir kalt ist, kann ich es einfach drüber ziehen im Homeoffice. Wie gesagt, ist auch relativ lang. Man hat hier so Taschen, kann man wahrscheinlich noch eine Wärmflasche reintun oder so oder einfach unten verstecken. Ja, finde ich sehr schön, sehr cozy, bequem für die Wintermonate. Ja, das war alles aus dem Primark. Geht's weiter, was Brina mir auch noch aus dem DM mitgebracht hat, ist hier dieser Labello. Gab es jetzt eine Frozen Labello Kollektion, das ist Vanilla Buttercream. Werde ich direkt mal auspacken und testen. Ich weiß nicht, was er gekostet hat. Wird so typischer Labello-Preis sein. 2-3 Euro oder so. Ich weiß nicht, was Labellos kosten. Ja, riecht gut. Kann ich gleich mal in meine Walt Disney World Handtasche packen. Also schmeckt auf jeden Fall sehr süß. Dann geht's weiter mit Shop Disney. Da kommen jetzt ein paar Halloween-Sachen, oder zwei eigentlich nur. Und zwar einen neuen Teelichthalter. Ich habe ja schon den anderen da oben und der andere steht eigentlich auch da. Den habe ich jetzt gerade runtergenommen. Ja, das ist der diesjährige Teelichthalter. Ich glaube, er war 20 Euro. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Finde ich super schön, weil er so komplett kürbismäßig ist. Nicht schwarz oder so. Also ein richtig schöner Mickey-Kürbis. Dann hatte ich mir ja noch den Spirit Jersey mit den Villains bestellt, aber der ging dann zurück. Das war irgendwie sehr enttäuschend. Der sah so grau aus, und so wie dieses Schwarze aus, als hätte man ihn 5-mal mit weißer Wäsche gewaschen. Und ja, also mir hat der gar nicht gefallen. Aber ist natürlich Geschmackssache, deswegen ist er zurückgeschickt worden. Aber die Tasche gab es hier für 15 Euro. Das war so im Angebot. Normalerweise kostet sie, ist wieder kein Preis dran, auf jeden Fall mehr. Und die war im Angebot und ich muss sagen, die ist so groß. Da passt unglaublich viel rein jetzt zum Einkaufen. Und die hat auch einen Reißverschluss hier oben. Kann man auch gut für die Disney-Parks oder so nutzen. Und ja, richtig schön. Gefällt mir echt gut und hat, wie gesagt, nur 15 Euro gekostet. Oder wenn man mal ein Schwimmbad fährt oder so. Einkaufen, weiß der Geier. Auf jeden Fall super praktisch. Dann geht's weiter mit allen möglichen Shops. Habe jetzt bei vielen verschiedenen Shops bestellt. Und zwar bei Truffle Shuffle habe ich mir eine neue Mickey-Kürbistasche bestellt. Ich hatte die vom letzten Jahr. Die habe ich aber jetzt beim Insta-Sale verkauft, weil mir die dann doch ein bisschen besser gefällt. Die andere war ja so rund. Und jetzt gab es die. Ist auch von Loungefly. Hat 50 Pfund gekostet. Und ich glaube mit Versand, dann gab es auch noch Steuern. Ich glaube, ich bin so auf 70, 80 Euro gekommen für die Tasche. Mit Versand und Steuern und so weiter. Die ist aber riesig. Schaut euch mal diese Tasche an. Einfach riesig. Und dann, da ist noch tatsächlich das ganze Papier drin. Habe ich noch nicht rausgeholt. Ich wollte euch gerne das Innenleben zeigen. Da sind auch so ganz viele Mickey-Kürbisse und Bonbons. Die kommt dann erst mit nach Disneyland Paris, denn für Orlando ist die tatsächlich viel zu groß für meinen Koffer. Da ist mir der Platz zu schade und deswegen, ja, kommt sie dann mit nach Disneyland Paris im Mitte Oktober, wenn wir da sind. Wir sind übrigens, das fragen ja auch immer so viele, vom 15. und am 16. Oktober im Disneyland Paris. Dann geht's weiter und zwar die liebe Melanie war auf der Disney Magic auf dem Kreuzfahrtschiff und hat mich gefragt, ob ich gerne etwas haben möchte. Und ich habe tatsächlich, wir überlegen ja nächstes Jahr auf die Dream zu gehen, an die Barcelona-Tour. Und da wollte ich mir schon die Figur holen, habe ich aber nicht. Und jetzt dachte ich, okay, wenn sie jetzt auf der Magic ist und ich eventuell nächstes Jahr auf der Dream,
soll sie mir doch bitte, oder habe ich gefragt, ob es möglich ist, mir die Figur mitzubringen. Das ist die Figur, die auch am Eingang steht, unten in der großen Halle. Und das ist Mickey von der Magic und Donald ist ja auf der Dream drauf. Und wenn ich nächstes Jahr auf der Dream fahren würde, würde ich mir dann natürlich Donald mitnehmen. Und die würde ich auch tatsächlich gerne sammeln. Also von den Kreuzfahrtschiffen sammle ich aktuell die Pins. Die Tassen hätte ich auch gern von der Magic gehabt. Die gab es aber leider nicht. Hat sie nicht gefunden. Sie gab es halt nicht. Und die Figuren. Und die Jerseys. Die Jerseys sammle ich auch von den Schiffen. Und da hätte ich gern halt mit jedem Schiff, mit dem ich mal gefahren bin, gerne die Tasse, den Pin, den Jersey und die Figur. Und das ist jetzt die Mickey-Figur. Sie hat $45 gekostet und der Versand natürlich dann aus Österreich kam noch dazu, aber super lieb von ihr. Vielen, vielen Dank. Finde ich sehr, sehr schön. Und dazu gab es noch eine schöne Karte mit den ganzen Disney-Charakteren von der Cruise. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie. Hat mich sehr gefreut. Jetzt kann ich dafür auch einen schönen Platz finden. Dann geht's weiter mit Next, oder ich habe die Bluse bei Zalando bestellt. Die war im Sale. Und zwar ist es eine schwarz-weiß gestreifte Mickey-Bluse. Muss ich nur gerade umdrehen, weil ich sie schon mal anprobiert hatte. Ja, sieht so aus. Hat, glaube ich, im Endeffekt nur 22 € gekostet. Kann man super tragen, die ist auch relativ lang. Zur Jeans, aber man kann auch einen schwarzen Pullover drüber ziehen, wo da der Kragen nur rausguckt. Also da gibt es wirklich etliche Kombinationsmöglichkeiten und hat ganz viele kleine Mickeys drauf. Ich trage übrigens Größe 42 in der Bluse. Das fragen auch immer viele, welche Größen ich darin trage. Und dann geht es zum Schluss noch EMP und Disneyland Paris. Also ist nicht ganz so lang der Haul, sind nur so ein paar Sachen, aber die gefallen mir sehr gut. Bei EMP gab es einmal dieses Halloween-Shirt, was auch gleich direkt in den Koffer wandert, oder eigentlich beide Sachen wandern gleich in den Koffer. Und zwar einmal dieses Halloween-Shirt, das verlinke ich euch natürlich auch gerne unten in der Infobox. Also es gab einfach dieses Halloween-Shirt, passt super jetzt auch nach Walt Disney World, das ist T-Shirt, ich mag aber auch diesen kleinen Rollkragen. Und dazu einen schönen Rock und Ohren und man ist perfekt für Halloween angezogen. Hier trage ich übrigens Größe L. Fällt ein bisschen kleiner aus. Also auf jeden Fall, ich hätte auch XL bestellen können. Könnte eine Nummer größer sein. Das kommt direkt in den Koffer. Und dann noch einen Badeanzug habe ich mir nochmal bei EMP bestellt. Aber ich glaube, mittlerweile ist der ausverkauft. Aber der war letztes Jahr auch schon im Shop. Der kommt bestimmt auch wieder. Und zwar der Mini-Badeanzug. Auch für die Wasserparks. Das ist im Prinzip der Badeanzugsteil. Und weil ich ja meinen unteren Bereich nicht so gerne mag im Badeanzug, gibt es dazu noch einen Rock, den man da drüber ziehen kann und mit dem auch man baden kann. Und dann finde ich die Badeanzugskombi tatsächlich super schön. Was die Sachen gekostet haben. Ich glaube, das T-Shirt kostet 20 €, aber es gab ja Rabatt 15%. Und der Badeanzug war auch im Sale und ich glaube, ja, für den habe ich auch nur noch so 20 € bezahlt. Aber ich glaube, der ist halt wie gesagt ausverkauft. Das T-Shirt gibt es auf jeden Fall noch. Schaut da auch gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Ja, und dann gehen wir zum letzten Shop sozusagen, zu Disneyland Paris. Da gab es jetzt 3 Sachen. Als ich da war, habe ich mir 2 mitgenommen. Und zwar gab es einmal hier dieses Glas. Wir haben uns den Champagner auf der Main Street gegönnt. Für 10 €, glaube ich. Ja. Und dann gibt es das Glas dazu. Ist kostenlos. Man darf sich mitnehmen nach Hause als Souvenir. Es ist aber, wie gesagt, Plastik. Und ja. Also von der Qualität jetzt nicht das überragendste, aber ich finde es ganz hübsch. Die gibt es aber auch zu kaufen in der Glasoptik in den Shops. Und als zweites, damit habe ich ja schon länger geliebäugelt, dann war er ausverkauft und Brina sagte so, nee, das kannst du nicht bringen. Ich wollte ihn dennoch haben und zwar der Baby Yoda Cuddles. Viele finden ja sein Gesicht so ein bisschen strange, ne? Aber ich finde es irgendwie süß. Und er ist so flauschig, er ist so weich und seitdem ich ihn habe, schlafe ich jede Nacht mit ihm in einem Bett. Ich habe ihn auch überlegt, mit nach Walt Disney World zu nehmen, aber er ist einfach zu groß. Ja, ich könnte ihm Flieger als Kissen benutzen oder so, aber ich glaube, der muss hier bleiben. Auch so, wie gern ich ihn mitnehmen würde. Vielleicht überlege ich es mir noch. Ich habe noch ein paar Stunden, bis ich los muss.
Auf jeden Fall, ja, der hat 50 Euro gekostet, aber es gab ja Jahreskartenrabatt, 20%. Ja, Baby Yoda. Er ist so schön, er ist so kuschelig. Ja, und Daniel war jetzt die Woche im Disneyland Paris und hat mir was mitgebracht, und zwar die neuen Weihnachtsorden. Es gibt schon sehr, sehr viel neues Weihnachtsmerch und irgendwie das Halloween-Merch, was ja eigentlich zuerst kommt, lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Vieles gab es das ganze Jahr schon. Es gibt aktuell nicht so wirklich viel Neues. Keine neuen Ohren oder so. Vielleicht kommt das noch, aber ich finde es skurril, dass irgendwie Weihnachtsmerch mehr gepusht wird als Halloween-Merch. Naja, auf jeden Fall gab es hier die neuen Ohren. Die sind so schön. Ich finde die so schön. 23 Euro haben sie gekostet. Gab natürlich auch Jahreskartenrabatt. Muss dann noch das Geld schicken. Und ja, ich finde sie sehr, sehr schön und freue mich jetzt wirklich auf die Weihnachtsseason. Übrigens, apropos Weihnachtsseason, zur Weihnachtsseason sind wir am 11., also wir fahren am 11. November hin und bleiben bis zum 13. Nee, warte, am 11. ist der Season-Start. Ich glaube, wir fahren am, also Freitag fahren wir hin und bleiben bis Sonntag. Ich glaube, der 11. ist der Samstag. Ja, die werden dann auf jeden Fall mitkommen. Ich finde die wirklich wunderschön. Es gab noch ein zweites Paar, ein neues Paar Christmas-Ohren. Die fand ich nicht so schön. Die sind wirklich wow. Ganz, ganz schön. Die Pailletten und die Mickeys und so. Ja, liebe ich. Liebe ich. Dann, und das war's. Mehr habe ich im September nicht gekauft, aber der September ist ja für mich eigentlich noch nicht vorbei. Wenn das Video online kommt, ist er vorbei, aber für mich ist heute der 23. September. Aber den Rest, den ich wahrscheinlich kaufen werde, ist aus Walt Disney World. Das heißt, es wird einen neuen Haul geben. Aus Walt Disney World, wenn ich wieder da bin. Da könnt ihr auch sehr gespannt sein. Und ja, damit verabschiede ich mich auch bei euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare unten, was euch am besten gefallen hat. Und wir sehen uns dann nach Orlando wieder. Tatsächlich. Mit neuen Videos, neuen Content. Ganz, ganz viel. Gibt auf jeden Fall danach wieder ein Q&A, ein Haul. Zu jedem Tag einen eigenen Vlog. Aber es wird auch einzelne Restaurant-Videos geben, ein Hotel-Video. Also ganz, ganz viele Videos in den nächsten Wochen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drüber freuen. So, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!